So, wir sind natürlich heute wieder mal in einem Stollensystem unterwegs. Hierbei handelt es sich erstmal hier unten in erster Linie um einen Wasserstollen. Wasserstollen, das heißt, hier wurde mal ein Fluss umgeleitet. Wir sind, um genau zu sein, in Mitterberghütten. Der ein oder andere kennt das sicherlich. Mitterberghütten hier im Bischofshofen. In der Nähe von Salzburg, also hinter Salzburg, um genau zu sein. Und wir sind praktisch in einem alten Wasserstollen, den es hier gibt. Wir waren letztens im tiefsten Winter hier gewesen. Und wollten uns das Ganze natürlich noch mal im Sommer anschauen. Hier unten handelt es sich um einen Wasserablauf. Da unten ist praktisch der Wasserablauf. So ein Wasserablaufstollen. Hier unten im Tal befindet sich so eine alte Glasfirma. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar befinden wir uns heute mal im Salzburger Hinterland, praktisch Bischofshofen, Mitterberghütten, sind wir aktuell hier an einem Berg, an einem Hang. Und wir sind praktisch jetzt in einem Wasserstollen auf der Suche nach einer alten Untertageverlagerung mit Namen Pyrop. Also der Deckname war Pyrop. Und es sollte sich hier in Mitterberghütten befinden. Wir sind jetzt praktisch in einem Wasserstollen drinne. Und wir haben jetzt durch Zufall entdeckt, dass der zweite Eingang da hinten praktisch zum Fluss geht. Der war jetzt lange Zeit verschüttet gewesen. Und der Eingang ist jetzt wieder begehbar, mehr oder weniger. Also beim Stollen sagt man befahrbar. Wir haben natürlich unseren Kopf hinten rausgesteckt und konnten jetzt genau lokalisieren per Google Maps, wo sich der Eingang befindet. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit meinem Video hier aus Mitterberghütten. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann es natürlich immer noch tun, um kein Video mehr zu verpassen von mir. Wir haben immer viel Abenteuer auf Lager und sind immer viel unterwegs. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß. Hier sind so zwei Gleisstücke angebracht. Wir sind jetzt praktisch den einen Y-Abzweig, sind wir jetzt praktisch entlang gegangen und wir wollen natürlich mal weiter in den Stollen hineinschauen. Ich glaube, wir waren letzten Winter hier gewesen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Au. Hier befindet sich ein altes Abflussrohr. Wir wollen praktisch mal schauen, wie weit der Stollen noch geht. Das war ja mal ein Wasserstollen und der wurde von der anderen Talseite aus zugemacht. So, müssen wir hier hoch. Teil des Stollens ist verstürzt. Hier unten ist er wieder begehbar. Und hier unten im Tal, muss ich dazu sagen, stehen noch ein paar alte Hochöfen. Das kann man vielleicht noch mit erwähnen. Und in dem Stollen, in dem wir jetzt sind, handelt es sich praktisch um einen Wasserzuführstollen, vermutlich. Ich vermute es nur. Wir sind praktisch hier in Mitterberghütten. Unten an der Bergseite gegenüber von der Firma Pilkington. Das ist die Glasfirma. Und da befinden wir uns jetzt. Wir kommen jetzt hier, wie man sehen kann, in einen betonierten Teil. Fertig betonierten Teil. Man kann es auch ganz gut am Echo hören. Und wir gehen praktisch weiter in Richtung Fluss. Hier kommt eine Gabelung. Hier kommt eine Gabelung, wo es praktisch dann nach rechts wieder ins Tal zurückführt. Aber der Stollen ist leider verschlossen oder ja, eingestürzt. Wir versuchen natürlich trockenen Fuß hier durchzukommen, was natürlich nicht ganz so einfach ist, aber ja gut.
So. Mehr von meinen YouTube-Freunden kann mir erklären, was das für Teile sind. Diese da. Was das darstellen soll. Ich weiß es nämlich leider nicht. Dieser Abschnitt kann man noch trockenen Fußes begehen. Man kann das ganz gut erkennen, dass der Stollen hier hinten, war dann Richtung Fluss, recht gut ausgebaut wurde. Wir machen jetzt hier praktisch eine leichte Linkskurve. Ah, jetzt ist wieder offen. Also vor einem Jahr im Winter war dieser Stollen, also dieses Stollenmundloch geschlossen. Ist natürlich sehr interessant, dass jetzt wieder offen ist. Oh, man hört den Jäger schießen. Wir sind praktisch jetzt hier direkt am Fluss rausgekommen. Und wir werden natürlich wieder im Stollen verschwinden. So, also wie ihr gesehen habt, der zweite Stollen direkt am Fluss oder der zweite Zugang direkt am Fluss ist offen. Es wurde draußen natürlich gejagt, geschossen, das Wild erlegt. Ja, Herbst ist halt, jeder will sein Reh im Winter essen. Wir gehen praktisch jetzt zurück, wo wir hergekommen sind. Es ist sehr interessant, weil dieser Stollenbereich ist, wie man sehen kann, ausgebaut oder fertig gebaut, zur linken Seite gemauert und teilweise auch inbetoniert. Ich vermute, dass die starken Regenfälle den Stollen wieder geöffnet haben. Es ist sehr, sehr interessant hier in Mitterberghütten in der Nähe von Bischofshofen. Nicht zu verwechseln mit Bischofswiesen. Bischofswiesen ist bei Berchtesgaden da unten. Da sind wir nicht. Wir sind Bischofshofen.
mit der Berghütte. So, wir sind praktisch schon wieder auf dem Rückweg und müssen jetzt praktisch wieder bei der verstürzten Stelle durch. Und zwar, ich muss dazu sagen, handelt es sich hier um ein Teil oder ein Stollenteil der Untertageverlagerung Pyrop. Ich hoffe, ich sage das Richtige. Ja, glaube ich schon, Pyrop. Hier in Mitterberghütten. So. Wir haben es schon fast wieder geschafft. Also wir haben heute echt top spätsommerliches Wetter, obwohl wir Herbst haben. Und es ist einfach klasse für solche Touren noch. So, wir sind wieder zurück.